So, und da sind wir schon wieder. Mann, dein Fipsi ist echt übelst klein und übelst Übelst süß, der. ne? Ah, naja, ey. Aber was Ach macht der komm. in so einem Spiel? Guck dir mal mein Vieh an, Alter. Das ist geil. Das hat einen Fischkopf. Geht Mann, ab. guck mal, wie das läuft. Hast du das gesehen, wie der gerade gelaufen ist mit seinem Kopf? Ja, natürlich. Der ist halt Pro. Naja, Leute, herzlich Ja. willkommen zur nächsten Folge. Wir stehen hier vor dem Tor des Großregenten. Naja, da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen, denke ich. Wir gehen da rein, heulen um und gehen wieder raus. Ne? Ja, so ist der Plan. Oh, bam, schon wieder drin. Ich warte mal eben auf dich. Ja. Bei mir dauert das immer länger. Ah, jetzt. Boots. Das Nee. ist schön. Oh. 136. Ich brauche mal wieder ordentliche Waffen, ey. Ach, da portet man sich rüber, oder wie? Ja. Geiles Ding, geiles Ding. Aha, hier ist er, hier ist er. Oh Oha. Mensch, das ist ja ein großer Auftritt hier, ne? Oh. Ich hab Angst. Ich habe keine Angst. Nein, ich auch nicht. Ja, natürlich hast du Angst. Du bist eine kleine Pussy. Den machen wir fertig. So, wie fightet man den jetzt? Einfach ins Gesicht? Weiß nicht, aber der ist. Boah, machen irgendwie überhaupt gar keinen Schaden. Ja, weil der wegläuft. Ja, einfach ins Gesicht. Einfach ins Gesicht. Oh Mann. Der macht keinen Schaden. Aber ich weiß nicht, entweder greift er dich an oder er macht keinen Schaden. Also mir macht der Schaden. Er greift anscheinend Ich hau einfach nur drauf. nicht. Ja, ich auch. Und der macht mir die ganze Zeit Schaden. Ach, jetzt kommen seine Freunde. Nee. Was ist das denn? Hast du gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Oh, der donnert uns hier einen rein, hä? Der war so ein großes Spiel, aber das ist doch weggelaufen. War das jetzt ein Bug oder so? Oder war das nicht so? Nee, das war bestimmt ein Spell von dem Typen. Guck, da kommt es schon wieder. Da. Oh, ich krieg grad übelst auf den Sack. Oh. Guck, der ist schon bei 50%. Oh, wie ich immer den Fail begehe, dass ich auf eine andere Taste drücke. Ey, ich drücke auf. Mann, wie wir ihn umhauen. Easy going. Easy going. Alter, seine Blitze, Mann. Was soll der ganze Käse hier? Lass dich einfach killen. Ach, jetzt bin ich sein Fokus. Ich will dir auch mal Zeit. Jetzt bin ich wieder enraged, jetzt gibt's ein paar Crits ins Gesicht. Mein Begleiter ist verwundet, sagt er. Wo ist meiner eigentlich? Mein Begleiter ist geflohen. Ja, toll. Ah, da. Nee, ja doch, da ist. Der hat keine Lust mehr, mein Begleiter, ey. Nein, hab ich eben auch gesehen, dass der Ey, wenn die Dinger hier alle auf mich einkloppen, ne, das macht das die ganze Sache auch schwieriger. Mein Rechtsklick-Spell, Alter, da sehe ich aus wie Ursa aus Dota 2. Oh fuck! Oh fuck! Oh, ich bin tot. Ich bin ich tot. Nicht, aber ich war kurz davor. Ich kann aber nicht mehr zu dir kommen. Also ich kann nur in die Stadt oder in. Am Eingang. Vielleicht sollte ich jetzt mal ein bisschen seinen Spells dodge. Mach ich jetzt? Vielleicht zur Stadt oder zum Eingang? Ey, der slowt auch Attack Speed, ne? Diese Ratte. Ich muss es schaffen. Aber du kriegst den Loot nicht. Das ist blöd. Mein Begleiter, Alter. Der fightet hier alleine gegen alles. Und da, da oh, heißt es. Hier, warte, warte. Ich glaube, ich hier. Jo. BB. Am Eingangsgebiet, das war nur da, wo dieser Port war.
dachte schon, das wäre irgendwie ganz am Anfang. Er ist gleich down, er ist gleich down. Oh yeah, du Ratte, ey. Ich habe eine goldene Kanone gefunden, ey. GG. Was will ich denn mit so einer scheiß Kanone, ey? Alter, Alter, Alter. Ein weißes Hemd, nicht identifiziert. Okay. Erhöht den Elektrizitätsschaden. Das Zaubertempo, ey. Was will ich denn damit? Wollen die mich eigentlich verarschen, ey? So ein richtig scheiß Loot, ey. Ja, die Knarre muss ich mir jetzt mal angucken. Dafür, oh, dass sie golden ist. Was kommt hier denn? Was ist das für ein Viech? Hä? Komm, ich verwende. Oh, zieh das mal rein! Wie das aussieht. Oh Mann, jetzt hast du verpasst. Was denn? Der hat sich gerade eben so komisch bewegt. Was ist denn das für ein Viech? Der? Ja, der ist aus dem Nichts irgendwie gekommen. Oh, er ist eins der... ein Wunderding. Jetzt muss ich mir erstmal trotzdem erstmal reinziehen, was ich mir hier so... was. 122 Damage, ab in die Kiste damit. Ach verdammt, ich kann gleich meinen Mob gar nicht mehr vollstecken, ey. Dann baller ich die beiden noch Sachen mit rein und dann muss ich ihn schon wieder wegschicken, ey. Alter, dieser kleine Sack, der ist so schnell voll. So, warte, ich schnack mal. Ich schnack mal eben mit dem, ne? Brauchst nicht schlagen. Der Alchemist hat mich so geschwächt, dass ich der Netherbestie nicht gewachsen war. Wärt ihr nicht gekommen, hätte sie von mir ebenso Besitz ergriffen, wie sie es mit dem Regenten getan hat. Ihr seid fachkundiger geworden. Ich bin fachkundiger geworden. Ey. Ja. Ey. Du bist doch Berserker, oder? Ja. Ich habe hier eine Rüstung nur für die Klasse Berserker und die ist echt gut, das ist eine goldene. Ja, dann schmeiß mal raus hier. Oder gib mal her oder so. Dann wollen wir mal sehen, ob die wirklich so gut ist, wie du sagst. Ja, ich habe die schon extra identifiziert, ey. Muss auf den Haken und dann go. Ja, ja. Bam. Ja. 29, na das ist wirklich nicht schlecht. Nicht schlecht. Mhm. 6% auf Rüstung. Ah, okay, okay. Ist doch gut, oder nicht? Na klar, die muss ich anziehen. Boop. Na denn. Dann lass uns mal zurück. Ach, der ist ja gar nicht da. Ich wollte das gerade in ihn reinstecken. Warte mal, ich muss mal... Feuerpanzer, Eispanzer... Ja, nee. Ich brauche Stufe 21 langsam mal. Okay, okay. Ja, coole Sache. Ja, ich wollte mich hier noch umgucken, eben. Was hier so los ist. Ach, hier ist nix. Hier ist nix los, nix los. Mhm. Hab ich schon mal umgeguckt. Dann durch, ab durchs Portal. Dein kleiner Fuzzi ist eben explodiert. Dein kleiner Roboter. Als du rausgegangen bist. Ich dachte schon, mein Hund wäre explodiert, So, ich rede mal mit der, ne? Ich weiß nicht, ob dem Alchemisten bewusst ist, welche Verwüstung Ordraks Herz anrichtet. Oder ob es ihn einfach nicht kümmert. Ich hoffe, man kann ihn irgendwie aufhalten, bevor es zu spät ist. Ihr sollt also in die Knochenwüste. Wisst ihr was? Ich glaube, dabei kann ich euch helfen. Belohnung wählen. Scheiße, scheiße, scheiße. Alles kacke. Tolles ich Ding. Ich werde veranlassen, dass man euch nach Zerifesh in der Knochenwüste bringt. Sprecht einfach mit dem Transportmeister, wenn ihr reisefertig seid. Hm. Mit dem Transportmeister. Transportmeister. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ach, warte mal. Hier kann ich doch welche rausnehmen. Hab ich den jetzt wieder? Hab ich den wieder? Nein, hab ich nicht, oder was? Oh. Ja, toll. Aber wir gehen jetzt in die Wüste. Ach, dann stecke ich mal Feuerpanzer ein. Who cares? Ich denke mal, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Ja, wir müssen dann auch jetzt hinreisen, ne?
nach zu irgendwas? Diensten. Wir müssen zum Reisemeister. Ja, das ist der ja hier. Nach Seripesh, Pesh, keine Ahnung. Ne? Ja, oder nein? Lol, habe ich gerade meine Waffe verkauft? Was machst du denn da? Ich habe gerade, glaube ich, meine Waffe verkauft. Ey, da fuck, was ist hier los? 140. Okay. Nee, doch nicht. Ach, stimmt gar nicht. Oh mein Gott. Aber ich kann... Warum kann ich dann das nicht? Stärke... Was gibt es mir denn zu? 12 auf Stärke. Ach so, deswegen kann ich dann die nicht mehr tragen. Okay, den kann ich raushauen. Die Boots kann ich weghauen. Hm, okay. Ich reise jetzt schon mal. Ach, das ist der Reisemeister nach Seripesh. Ja, dann los geht's. Keine langen Sachen hier. Ja, du hast doch eben die ganze Zeit irgendwas gemacht. Mit Waffen verkauft und sonstiges. Getrieben von Mord. Ja, das Video leckt wieder, ey. Oh Mann. Mist, die Essenz zweier Wächter. Bei mir nicht. Die beiden anderen Wächter. Aber ich habe gar keinen Ton, deswegen. Ich weiß nicht, warum der Sound dabei leckt. Es ist echt schade. Hast du es übersprungen? Nein. Warte mal eben. Ein weiterer Wächter fällt. So, war eh nicht so lang. Naja, okay. Ah, cool. In einer neuen Stadt. Gut, tja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Wohin? Da, wohin da? Da ist ein Ausrufezeichen. Akt 2. Ach, der Typ hier. Ich habe euch erwartet. Ich bin der Wächter der Luft. Ja, der Alchemist ist bereits in der Knochenwüste. Und er hat sich mit den niederträchtigen Esru hier verbündet. Vermutlich, um ihnen beim bevorstehenden Angriff auf Seripesh zu helfen. Und jetzt ist die Wächterin des Malers, dem Alchemisten, in die verlassenen Gewölbe gefolgt, die von der Sphinx bewacht werden. Findet die Gewölbe und bringt die Sphinx dazu, euch einzulassen. Der Wächterin droht höchste Gefahr. Wenn nicht vom Alchemisten, dann von den Netherin. Okay, okay. Also, ich verprügel einfach alle. Okay? Okay, was ist hiermit los? Wir müssen hier durch. Warte mal eben, das ist eine Aufgabe. Seid gegrüßt. Willkommen in Seripesh. Ich bin Malik Wash. Ich spreche für die Seraphie. Wie ihr wisst, bereitet die Esro hier sich darauf vor, unsere Stadt anzugreifen. Unser militärischer Anführer, Kommandeur Mustafa, ist anscheinend von den Esro hier gefangen genommen worden. Draußen in der Knochenwüste. Sie dürften ihre Gefangenen zur Befragung in ihre Festung bringen. Sobald er in der Klammburg ist, werden sie jedoch schnell erkennen, mit wem sie es zu tun haben, und dann verhören sie ihn, bis sie alles über unsere Verteidigung wissen. Ich glaube, ihr seid unterwegs in die Knochenwüste. Bitte rettet Mustafa, wir brauchen ihn. Easy going, easy, kein Ding. Was denkt er sich eigentlich, ey? Ey, aber die Einhandwaffe ist mal gar nicht so schlecht, die Mondklinge, glaube ich. Ihr habt eine Quest bekommen. Ich dachte, da kriegen wir jetzt ein Pferd oder so. War wohl nix. Ja. Yeah. Bam. Ja, weil da Pferde standen. Wäre auch cool, ne? Mio. So ein Reittier. Wäre sacred. Jo. So. Oh Mann, das dauert jetzt aber. Was ist hier los? Klickt auf das Symbol Begleiter in die Stadt. Im Begleiterinventar oder bei der Gesundheitsanzeige des Begleiters, um ihn loszuschicken und eure überzähligen Gegenstände zu verkaufen, damit ihr euer Abenteuer fortsetzen könnt. Ey, lädt das bei dir auch so lange? Nee, ich bin schon drin. Was hier los? Alter, warum hat das so lange geladen, ey? Naja, jetzt bin ich hier. Es kann weitergehen. Wollen wir erst zum Grünen oder zum Goldenen? Fragezeichen. Zum Grünen. Ach, das ist... ein Feind, der kleine Fuzzi hier.
Hab ich gar nicht gesehen. Ey, die sehen alle aus wie Slug. In Dota 2. Slug. In Dota 2. Kennst du nicht, ne? Nee. So was spiel ich nicht. Oh, die hüpfen weg, ey. Die nerven mich jetzt schon. Oh, die haben eine Echse, Daddy mitgebracht, ey. Boah, die slowen mich. Mich und meine Attack-Speed, ey. Jetzt gibt's Kritz ins Gesicht. Oh, jetzt hat er wieder mich. Die haben auch alle einen Namen, ne? Ja, wilde. Kann man gar nicht aussprechen. Kusomoruk, ey. Meine Güte, ey. Wie hält der denn aus? Der will 21 sein. Ich kritte den auch echt low. Schakalbeast. Fragezeichen oder nicht? Ja, aber wenn ich die Mobs hier sehe, muss ich sie schlachten. Ach, Basilisken heißt die. Ey, die laufen weg. Wie heißt die mal? Gürteltier oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Aber. Ey, sein Gürtel ist weg. Jetzt rollt er sich ein. Aha, hier sind Gräber. Die denken, sie können es in eine Falle stellen. Springen die hier hoch? Nee. Weiß ich nicht. Unsere Begleiter fighten sich da unten. Ja. Die macht sie alle fertig. Ey, wir müssen unbedingt bessere Waffen finden, ey. Ja. Ich hab eine gute Waffe, aber die kann ich noch nicht tragen. Das ist das Problem. Guck mal, wie ewig lange wir an diesem Typen rumhängen. Wenn ich kritte, kritte ich den mit der zweiten Hand mit 20, ey, und mit der anderen Hand 60 bis 80, ey, was ist da los? Also ich hab den eben mit 48 gekrittet. Laufen weg, ey. Ja, Weglaufviecher, ey, übel. Aber die Wüste sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Jo, kann man nichts. Ach, wir wollen. Wir wollen zum Grünen, ne? Mhm. Was fiebt denn da so rum? Keine Ahnung. Ein Viech oder so? Bitte nehmt das als Dank. Zeichen der Dankbarkeit. Das kann ich, glaube ich, sogar auch anlegen, wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Tötet 100, aha. Hab Dank, Mensch. Den Worten dieses Esrohir-Abschaums zufolge waren ihre Folterknechte auf dem Weg hierher, und ich hatte wenig Hoffnung, ihren Methoden standhalten zu können, geschweige denn zu entkommen. Ich muss hier bleiben, damit die anderen Gefangenen sicher zurück nach Serifesh gelangen, aber falls ihr Zeit habt, würde ich eure Dienste gern weiter in Anspruch nehmen. Bäm, die Einhandwaffe. Ich habe eine Mission für euch. Vielleicht sind euch ja die vielen Esrohir hier in der
Knochenwüste aufgefallen. Wir glauben, dass sie Späher sind, deren Stützpunkt sich in dem verlassenen Gewölbe befindet. Sie bekommen den Stadtmauern allerdings so nahe, dass sie auch in viel geringerer Entfernung einen Schlupfwinkel haben müssen, von dem aus sie uns ausspionieren. Wir haben die Möglichkeiten eingegrenzt und ich möchte, dass ihr euch im Turm des Mondes in der Knochenwüste umseht. Stellt fest, ob dort Esrohir Späher sind. Und falls ja, kümmert euch um sie. Ja. NP, NP. Ich hab jetzt so ein mega Schwert. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss, nicht? Leute, wir werden demnächst den Stützpunkt der Esrohir hier platt machen. Das ist unser nächstes Ziel. Bis dahin, auf Wiedersehen.